Hallo und herzlich willkommen zurück zu Timberborn. Ja, wir sind hier noch in der Dürre und so langsam haben wir eine ziemlich große Siedlung. Noch vier freie Arbeitsplätze, wo wir noch ein paar mehr dazu holen können. So, wir könnten hier nochmal. Brauchen wir es überhaupt? Ah, unsere Energie ist voll. Ja, was ich tatsächlich vorhabe, ist, einmal kurz mich orientieren. Das hier müssen wir noch wegpumpen. Dann müssen wir die hier verlegen. Das ist schon eingeplant. Sehr schön. Aber ich möchte einen zweiten Distrikt errichten. Mit halt Fokus auf Metallproduktion. Hier mit zwei unterirdischen Ruinen. Und um die Laufwege kurz zu halten, würde ich hier einen Distrikt machen und vielleicht auch einige Bereiche ein bisschen begrünen. So wie hier haben wir einen kleinen See, hier könnten wir ja, Wasser herbekommen. Wenn wir mal was brauchen, können wir hier die Schleusen öffnen, hier reinleiten. Grüne Flächen haben wir hier. Das ist schon mal sehr schön. Und dann kommt hier auch die Energieproduktion. Ich würde hier gerne auch so einen Schnellwasserlauf quasi errichten, wo wir Energie produzieren. Das müsste noch ein bisschen geplant werden. Vielleicht sprengen wir uns hier einen Weg durch, einen geraden Weg, wo ganz viele Räder sind, ganz viele ja, Wasserräder, mit denen wir dann Energie produzieren und direkt hier rüber leiten. So, das ist natürlich erstmal in der Zukunft. Für das Distrikt würde ich hier auch ein paar Sachen vorbereiten wollen. Zum Beispiel natürlich, dass wir einige grüne Stellen haben, wo wir auch Wasser haben. Oh, wo machen wir das? Es ist natürlich kein schönes Gebiet hier. Und also wir könnten hier das Ganze fluten. Ist aber auch nicht so optimal. Lieber hier, vielleicht ein Becken. Es ist schwierig, wie wir das machen. Aber ich sollte einfach mal anfangen. So, wenn wir natürlich hier stauen. Das kann auf jeden Fall 2 hoch werden. Machen wir direkt einfach die Zweierschleusen hier lang. So. Und dann könnten wir hier noch was reinsprengen, so dass da ein kleiner Wasserlauf entsteht. Es ist natürlich sehr viel Arbeit und da müssen die erstmal hinkommen. So, dann führen wir die erstmal hier lang. Da müssten sie noch hoch. Das können die auch von hier direkt. So. Dann lassen wir die hier hoch. Gut, und so kommen sie dann hier rüber. Natürlich noch nicht daran, aber darum kümmern wir uns auch. Okay. Kommen wir mal von hier. Ah, machen wir mal hier einen kleinen Plattformweg. Nein, den können wir auch einen größer machen. So. Würde ich hier noch zwei Plattformen hinsetzen, damit sie da auch gut raufkommen.
So eine Art. Das ist so erstmal der erste Schritt. Dann hätten sie hier ein bisschen Wasser zur Verfügung. Und danach würde man sich darum kümmern, dass es hier einige grüne Punkte gibt, an denen produziert, an denen sie Wasser haben. Oder auch grünes Land. Gut. Ja, wir brauchen halt für die ganze große Industrie hier Roboterteile. Dafür brauchen wir sehr viel Energie. Das ist schon mal 14. Ja gut, ein bisschen was können wir hier noch lagern. Nahrung haben wir auch ziemlich viel. Ja, es sieht gut aus. Unsere Biber arbeiten und kommen voran. Hier entsteht auch mit Dynamit ein weiterer, ja, weitere Grünflächen. Das können wir auch mitnutzen, wenn wir den Distrikt gut anordnen. Es ist halt sehr zerklüftet hier. Es ist schwierig, hier viele Wasserbecken hinzukriegen. Wir könnten das hier abtrennen noch und hier einen Wasserbereich reinbringen. Das würde auf jeden Fall gehen. Und wäre auch gar nicht mal so blöd. Dann hätten wir noch mehr Grünfläche. So, hier einen kleinen Kanal und hier direkt einmal abtrennen. So. Ja, es muss alles nicht sofort geschehen. Hier sind sie auch soweit fertig. Können wir. Ja, sie sind fertig. Können wir das Stück hier noch entfernen. Und. Was machen wir da rein? Eine Schleuse? Ich würde ja sagen. Noch eine Schleuse. Obwohl. Nehmen wir die mal weg. Und. Schließen es auf die Art. Muss auch direkt fertigstellen. So, einmal ganz kurz hier unten das Wasser kontrollieren. Das ist ja auch nicht unwichtig. Das sieht gut aus. Lassen wir gleich aber noch ein bisschen rein. Hier sieht es auch noch gut aus. Okay, dann füllen wir hier ein bisschen Wasser rein. Hier hätte ich es zumachen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. So, und hier ist natürlich auch noch genug Wasser drin. Aber da können wir es erstmal laufen lassen. Okay. Dynamit haben wir halt kaum. Extrakt haben wir ein bisschen. Vollwasser haben wir gar nicht. Wir haben auch genug Bretter. Genug Zahnräder. Es sei denn, wir fangen hier an zu bauen, dann ist natürlich alles direkt wieder weg. Aber ich glaube, ich würde da auch jetzt die Wasserspeicher quasi freigeben, dass sie die mal aufbauen. Obwohl, hier gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die vorher gemacht werden müssen. Was uns aber halt wirklich fehlt, sind Metallblöcke. Aber geben wir die mal. Sie dürfen sie anfangen, es schadet ja nicht. Und Wasser gespeichert haben wir ohne Ende. Das ist halt wirklich mehr als genug. Hier noch unser Reservespeicher. Dort unser Haupt-, also ja, unser eigentlicher Wasserabpumpbereich. Und hier füllen wir jetzt unseren unteren Bereich mit seinen ganzen Kanälen. Klar, geplant ist ja auch noch hier, das zu verschließen. Das wird aber ewig dauern. Dann hätten wir hier noch weite Bereiche, die wir uns ausdehnen können.
Ich möchte auch so ein bisschen die Arbeitsplätze im Blick behalten. Vielleicht setzen wir tatsächlich eine Bauarbeiterunterkunft hier oben noch hin. Dann haben die einfach kürzere Wege. Gut, eigentlich bringt es ja auch nicht viel. Wir würden das dann aber vielleicht auch dem anderen neuen Distrikt quasi übertragen. Deswegen könnten wir das hier schon beginnen. Und wir hätten hier schon mal so ein paar Bauarbeiter in der Gegend. Dazu könnten wir natürlich auch schon hier Hütten bauen. Das ist erstmal nur provisorisch. Das dient dazu, dass die Laufwege verkürzt werden. So, natürlich kommen sie hier nicht an Nahrung und Wasser. Da müssen sie halt laufen. Hier hinten haben sie Wasser. Nahrung gibt es hier nicht. Aber wir könnten hier auch Beeren anpflanzen schon mal mit einem kleinen Lagerplatz. So dass hier auch Leute sind mit kurzen Wegen, theoretisch kurzen Wegen. Wir wissen ja nicht, in welche Baracke die reingehen. Nur, dass wir es dann auch den neuen Distrikt dann übertragen würden, wenn er denn entsteht. So, das haben wir hier noch nicht, die effiziente Mine. Die würde dann später kommen. Natürlich, so bringt es natürlich gar nichts eigentlich. Ich meine, die hier arbeiten, werden wahrscheinlich nicht in der Baracke wohnen. Aber es besteht halt die Möglichkeit. So, dann würde ich auch gerne bald einige grüne Bereiche schaffen. Damit wir auch anfangen können, schon mal Beeren anzupflanzen. Damit wir die direkt abernten können und keine Hungersnot entsteht. Das könnten wir hier auf den ganzen Bereichen hier machen. Man muss leider relativ tief sprengen. Also hier zum Beispiel drei bereits. Und vor allem kommen sie da noch gar nicht hin. Dann fangen wir mal hier das an. So, das ist 3 hoch. Also mit 2er Dynamit würde man da rangehen. So. Und dann einmal eine Treppe rein. Und hier mit 3er Dynamit weitermachen. So, dann hätten wir hier ein kleines Wasserbecken und könnten von da aus weitere Bereiche versorgen, indem wir das Wasser runterfließen lassen. Ja, da bietet sich ja einiges schon an. Hier haben wir ein Becken und neue können wir erschaffen. Mal hier schauen. Ist da die richtige Höhe? Also 2er Dynamit wäre hier richtig. Das würden wir dann auch einfach. Nehmen wir lieber einen kurzen Weg. Also von hier aus. Nein. Von hier aus. Der ist auch falsch, weil dann müssen wir da drin nochmal einen setzen. Mach mir dann gleich einen langen Weg. So, 2er Dynamit. Ah, schon wieder. Und von hier aus natürlich. Einmal durch. So.
Dann trenne ich erstmal das kleine Wegstück ab. Nochmal Zweier Dynamit rein. Und den auf die höchste Priorität. Den werden wir direkt sprengen und dann dort eine Brücke reinsetzen. Die anderen sprengen wir noch nicht. So. Dann genau, müssen wir noch die Treppen hier bauen. So, das sollten die hinkriegen. Und hier werden wir das auch mit der Zeit fertigstellen. Vielleicht stellen wir noch mal die beiden runter. Ah, okay, die sind schon angefangen, also können wir es auch lassen. Den stellen wir mal runter. Den lassen wir oben. Da fehlen nur noch ein paar Metallblöcke. Das bauen wir dann einmal mal direkt fertig. Die anderen brauchen Zahnräder und Bretter. Behandeltes Holz stellen wir noch her. Ja. Ich hätte hier mal aufpassen sollen, aber es hat sich ja geregelt. Ich stelle mir hier nochmal einen runter. Und hier öffnen wir. So. Jetzt sollte eigentlich genügend reinlaufen können. So dass es hier sich alles mal füllt. Die öffne ich auch mal komplett. Ja, hier läuft es ordentlich rein. Sehr gut. Das können wir erstmal ein bisschen laufen lassen. Es wird schon nicht überlaufen, da ja noch eine Menge hier hinten reinpasst. Hoffe ich, dass es gut klappt. So, ja, das sollte gehen. Und die Bauarbeiter hier dagegen sollten jetzt auch alles hinkriegen. Natürlich könnten wir auch einfach hier noch den Weg verbinden, dann wäre er einfach schon mal da. So. Und die Baracke ist auch fertig, ist noch keine Einwohner drin. Wir haben halt genügend freie Betten auch. Ich mache immer zu. Und die ja auch. Okay, jetzt sollte sich das auch hier langsam angleichen. Und dann passt es auch wieder. Genug Speichern kommen wir ja drin. Was bringst du? Arbeitet in Bauarbeiterunterkunft. Sehr schön. Ist natürlich ganz schön weit weg. Deswegen es wäre halt wirklich sinnvoll, einen weiteren Distrikt zu haben. Damit die einfach kurze Laufwege haben. Aber ich möchte die halt auch versorgen können. Das ist ja gerade auch so das Problem. Die hätten die ja nichts. Deswegen möchte ich halt auf jeden Fall auch grüne Flächen hier haben. Grünes Land. Damit sie gleich loslegen können und nach das Ganze aufbauen. Es dauert eine Weile, aber da ist ja keine Eile. So, er bringt hier das Extrakt rein. Er fehlt noch einen Sprengstoff. Darf ich auch nochmal hier vorne schauen? Ja, fast fertig. Auch sehr schön. Hier fehlen noch die paar. Ist alles schon aufgestellt hier. Teilweise. Die auch, die müssen nur noch fertig gearbeitet werden. Erhöhe ich mal die.
Damit wir hier auch einen sprengen können, wenn wir das durch haben. Da können wir auch einfach den Weg ziehen. So. Und jetzt den einen Weg entfernen. Das ist Dreier-Dynamit. Setzen wir mal direkt ein. Und auch höchste Stufe. So, aber das soll es von dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss.